Nach dieser kurzen tatsächlichen Berichtigung durch Henrike Brandstötter der Neos ist nun erneut von den Neos am Wort Helmut Brandstötter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Herr Staatssekretär, ich habe auch heute wieder versucht, genau zuzuhören. Und wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Normalerweise sagt man, die Opposition, die kritisiert all das immer nur. Heute ist mir aufgefallen, da sitzt eine Ministerin oder steht eine Ministerin und sagt, es ist alles richtig gemacht worden. Und dann höre ich Oppositionsabgeordnete, die sehr differenziert argumentieren. Die sagen, da ist etwas gut gegangen, da ist es nicht so gut gegangen. Und das habe ich bei dieser Diskussion sehr spannend gefunden. Und das ist, glaube ich, auch ihr Problem. Das Wort Vertrauen ist ein paar Mal gefallen. Das ist schnell aufgebraucht, gibt es einen schönen Spruch dazu. Und wenn man weiß, jemand sagt, ich habe immer alles richtig gemacht, man weiß aber, es stimmt nicht, dann wird das Vertrauen reduziert. Und das möchte ich ja nicht, weil ich möchte ja, dass wir gemeinsam durch diese Megakrise, durch diese Schwierigkeiten durchkommen. Aber das wird nicht funktionieren, wenn man sagt, man hat alles richtig gemacht. Und dort ist ja auch der Ansatz, warum man sagt, man braucht da jemand, der das koordiniert. Weil nämlich auch das Vertrauen nicht in die Beamtinnen und Beamten fehlt. Nein, nein, da haben die Menschen viel Vertrauen. Wir wissen aber inzwischen, dass die Entscheidungen von politischen Kabinetten gefällt werden, von Ministerinnen, die sich hier, denen man hier anmerkt, dass sie sich im Detail gar nicht so auskennen und die Beamtinnen und Beamten dann gar keine Chance haben, weil sie ja über diese politischen Kabinette, die inzwischen alles entscheiden, überhaupt nicht mehr drüber kommen und vor allem dann über die Message-Controller, das sind ja meine besonderen Freunde und deswegen entsteht ja das mit dem Tausender. Da sagt dann ein Message-Controller, mach mal eine gute Geschichte, Tausender für jede Familie. Ist ja eine gute Geschichte, nur sie stimmt nicht, Frau Bundesministerin, und da können Sie es noch so oft den Zeitungen geben und die können das noch so oft abtun. Es stimmt nicht. Erstens stimmt es nicht und ich möchte Sie sehen, wenn ich zu Ihnen komme und Sie klage, dass Sie mir 1.000 Euro zahlen. Zweitens sage ich Ihnen, ich will gar nicht, dass Sie mir 1.000 Euro geben, weil das ist eine dieser Maßnahmen, die ich für unsinnig halte. Ich brauche für meine Tochter nicht die 350 Euro. Aber es gibt Frauen und Männer und Familien in diesem Land, die mehr als 350 Euro für ihre Kinder bräuchten. Warum machen Sie nicht sinnvolle Maßnahmen, die denjenigen helfen, die es brauchen, sondern gehen mit der Gießkanne drüber? Das funktioniert nicht. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Wir reden gerne von den Bauern und jeder, der mich kennt, weiß, ich werde kein schlechtes Wort über Bauern sagen. Aber wir wissen, 1,3%, glaube ich, der Bevölkerung oder des BIP, die Industrie ist fast ein Drittel. Ich habe von der Industrie noch überhaupt nichts gehört. Und wenn ich mir dann anschaue, was die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft betrifft, auch da differenziere ich. Ja, es ist gut, dass wir uns ein bisschen nach oben bewegt haben. Aber wissen Sie, IMD, Sie kennen das, Sie haben auch eine Aussendung dazu gemacht, IMD Competitiveness Index. Wissen Sie, Frau Bundesministerin, wie viele europäische Länder, nicht nur EU-Länder, europäische Länder vor uns liegen? 8 Länder. Es sind 8 Länder vor uns. Das heißt, wir sind nicht schlecht, aber wir sind nicht so gut, wie Sie immer sagen. Also müssen wir besser werden. Was machen wir dafür? Wir brauchen für die Industrieunternehmen mehr Forschung. Wir brauchen mehr Bildung. Und ich finde es ja schön, wenn jetzt Kinder irgendwann einmal elektronische Geräte bekommen. Aber auch das kann man sich aus einer EU-Statistik herausholen. Nur 11% der Volksschulen haben einen digitalen Zugang. Und bei den höheren Schulen liegen wir auch irgendwo im Mittelfeld. Auch da sind wir nicht sehr gut, sondern wir sind nur irgendwie so lala. Und das ist ein Problem. Und jetzt komme ich zum nächsten. Es ist ein Megaproblem, das diese Bundesregierung noch treffen wird. Ich weiß, Sie sind da nicht zuständig, aber insgesamt die Mehrheit des Hauses will offenbar den Herrn Schmidt halten. Ich sage Ihnen ganz deutlich, ich bin kein Prophet und ich tue mich sehr schwer mit Voraussagen. Diese Voraussage ist sehr einfach. Die Voraussage, dass der Herr Schmidt in einem halben Jahr nicht mehr Vorstand der ÖBAG ist, ist eh klar. Und ich habe heute ein Buch mitgebracht, das ich nicht ausgelesen habe. Ja. Ich habe mir nur das Aktienrecht angeschaut und das ist sehr einfach. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Ein solcher Grund ist namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Was wollen wir denn noch? Ja, ich möchte die privaten Probleme ja gar nicht ansprechen, aber den werden wir öfter sehen als die Aktionäre draußen, ja? Weil der im Ausschuss wird öfter aussagen müssen, weil der SMS geschrieben hat, die gegen die Aufgabe eines Generalsekretärs des Finanzministeriums ist. Er ist nicht in der Lage, die österreichische Wirtschaft zu führen, und das sage nicht nur ich, sondern das sagen Analysten hier, Börsianer, habe ich Ihnen auch mitgebracht. Das sagen zwei wesentliche Analysten. Einer, der Herr Matejka, sagt, es braucht ein professionell aufgestelltes Management, das weiß, was es will und Maßnahmen und Ziele formuliert. Das haben wir nicht. Ja? Es gibt kein, bis jetzt, sagt der Herr Wögerbauer, bis jetzt ist es nicht gelungen, ein klares Ziel zu definieren. Das heißt, er hat private Probleme, wo man nicht wissen, wie ihn die beruflich beeinflussen. Er hat ein Problem, weil er mehr im Ausschuss sein wird und weil er erklären wird müssen, was er als Finanzgeneralsekretär widerrechtlich gemacht hat. Das sage ich sehr klar, weil das wissen wir inzwischen. Und er hat natürlich ein Problem, weil er das nicht kann. Wie soll er es noch können? Ich habe wirklich nichts gegen Pressesprecher, aber nichts gegen Journalisten. Aber jemand, der ein lieber Pressesprecher war, zum Chef der österreichischen Industrie zu machen, wo es um Milliarden Euro geht, wo es um hohe Steuerzahlungen geht und wo es um internationale Reputation geht. Es sind hervorragende österreichische Unternehmen, die kaputt gemacht werden, weil jemand nicht in der Lage ist, zu verstehen, dass er zurücktreten muss. Sein Aufsichtsrat versteht es auch nicht. Es kommt als nächster dran. Der Aufsichtsrat der ÖBAG verstößt gerade gegen seine Pflichten. Und vom Finanzminister, ja gut, der wird seinen Freund nicht rausschmeißen, aber er wird es tun müssen. Und in diesem Sinn möchte ich Sie schon aufmerksam machen. Bitte lesen Sie auch nach, erfüllen Sie Ihre Pflichten und machen wir das gemeinsam. Und es ist nicht schlecht, einmal zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Und gemeinsam bringen wir es nur zusammen, wenn man auch einmal eingesteht, dass man einen Fehler gemacht hat. Dankeschön.